Bam, 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 bam. Bam. In der Weihnachtsbäckerei gibt es so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von dem Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Na, da müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und ran. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Bräuchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckerde und ein bisschen Zimt? Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Oh, du Schwein! Sind die Plätzchen, die wir stechen, erstmal auf den Ofen blechen? Warten wir gespannt. Verbrannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Kleckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.